Salut zusammen. Hallo. Willkommen, Man of Medan. Ach, muhahaha. Ist das? The Dark Pictures. Ja. Anthology. The Devil in Me, Teil 3. Ihr seht schon, wir haben super gestoppt in der letzten Folge. Haben wir wieder perfekt. Gut gemacht. Ja, natürlich. Ja, immer perfekt. Ja. Deswegen, continue. Wenn's mal geht. So, geht. Ich hoffe auch, ich habe jetzt mein Kameraproblem im Griff. Wenn ihr mich halt mal kurz nicht seht, seht ihr mich halt mal kurz nicht. Was halt komisch ist, dass ich mich jetzt abgeschnitten sehe. Ihr habt mir immer das Ziel, ich muss Bilder machen von der Leuchtturmspitze. Kommst du? Aha. Ja, ich sehe mir nur das Licht auf dem Nebel an. Wie soll das bitte in die Show passen? Mach mal der Bild. Was guckt er sich an? Komme. Du alter Fotograf. Ich kann das nicht einfach abschalten. Viel von dem kreativen Zeug und dem kommerziellen Zeug. Fotografiert sich. Ja. Bist du da sicher? Die Überschneidung mit Kate hat nicht gerade... Wir wollten das dieses Wochenende sein lassen. Ich will da nur, kann dass man sich durchquetschen. Lässt. Hier hat's eine Kette. Verschlossen. Inspekt. Komm. Komm mal her. Weg. Sicher? Nein. Optimistisch. Ja, ich bin unterwegs. Ja, jetzt läuft er wieder weg. Hey, ich bin doch da gewesen, was ist? Wohin soll ich? Stehen bleiben. Da willst du ein Foto machen? Ja, wo ist er denn? Okay, du guckst nur in die andere Richtung. Ich sehe gar nichts. Wie, du siehst gar nichts? Ich sehe gar nichts. Ja, du guckst Richtung Berge. Ich stehe Richtung... an dem näher. Kannst liegen. Okay. Mein Gott, wo der hinguckt. Also meiner guckt immer nach oben, jetzt macht er ganz toll. Ja, wurscht jetzt. Ja, komm, renn. Oh, warte mal, da hat was geglitzert. Das, ja. Ja, Kette. Zufällig ein Bolzenschneider dabei. Nee. Das meint ihr auch nicht mit Glitzern. Wir haben hier eine uralte Zeitung. Fischfabrik Red Lakes. Spannende Sache. Ja, super. Wir müssen mal zu dem Dings dahin. Er sagt, das spannende. Ja, hier ist auch nochmal ein Durchgang. Aber. Er ist zu. Ach, ich geh jetzt einfach mal dahin. Jimmy. Sperr dir zu. Ja, dann geht's hier weiter. Hm? Komm mal da rein. Oder auch nicht. Ich weiß ja nicht einmal, wo du bist. Im Haus. In dem kleinen. Wie, du bist schon im Haus? Ja, in dem kleinen. Ich sehe kein kleines Haus. Okay, das sind die Gästelisten. Sophie Martin, okay. Die Karl P. Blinks. Von wann? 2000. Okay. Vacation Time. Also du bist ganz woanders wie ich. Aber das ist okay. Ich bin gesagt, halt das in ist das Haus Fall. Rein. Ja, geh in das Haus. Ja, bin wieder draußen. Dachte eigentlich, ich finde irgendeine Leiche oder so, aber... Ne. Ah, waiting for other player. Okay, alles klar. Wo ist er klar. Denn? Das heißt, du hast jetzt mehr gesehen als ich. Wo bist denn du? Was aber gut ist. Durch den Zaun gequetscht und dann... Ja. Mit Quetsch. Du kannst dich unter den Felsen da einfach mal durchhauen. Und dann passt das schon. Genau. Kommt er? Ach, da ist ja, er. Da kommt's gekrochen. Da kommt er gekrochen. Also... Irgendwelche lustigen Aktionen mit dem machen hier? Nö. Na, komm her. Es läuft da wieder nicht. Na, die Kollektion zur Frage her. Okay, also dann hast du mehr gesehen als ich. Du warst schon in einem Häusle da irgendwo. Aber schon. Passt schon. Ah, drücken. Hey, wieso guckst du jetzt so entsetzt? Weil du so doof ausschaust mit deiner Kappe und Brille. Hey, nichts früher. Schaust wirklich doof aus. Wieso? Ja, du da auch. Ja. Ja, Belüftungsschlitz, da ist doch was versteckt drunter. Na, ist eine Kiste. Keine Belüftung. Okay. Was? If is on screen, can equip? Naja. Charlie kann mit seiner Krawattennadel verschlossene Kisten öffnen.
Das ist ja toll. Yay, wir haben so eine Münze. Ach, Oboli, gut. Können Dioramen freigeschaltet werden? Ja. Na super. Super. Ganz toll. Ja, freuen wir uns. Dioramas. Ja. Meine Dioramen sind schick, aber... Tut mir leid, dass ich dir manchmal etwas schwer mache. Brauche ich es, glaube ich, nicht. Ohne dich würde ich das alles nicht schaffen. Manche Objekte können verschoben werden. Vielleicht am Steuer. Von was? Ja, dann verschieben wir es. Ja. Er schiebt halt nicht, er klettert drauf. Ja, meine auch. Sinn, Mann, da will man jemandem ein Kompliment machen. Danke, Charlie. Versteh schon. X. Klettert. Ja, schieb halt das Ding. Wann erkennt man immer, das ist ja, ey, was wir uns hier im Weg stehen teilweise. Ja. Ey, was macht denn der da? Der läuft da links, der läuft da rechts, der läuft da... Nicht, wo ich hindrücke. Nicht, wo ich hindrücke. Ja, länger muss hier mal... Schon ein bisschen lustig. Ja, geh du da mal rein und ich geh durch die Tür. Die natürlich zu öffnen ist. Deswegen müssen wir auch das Ding ranschieben. Aber ich wollte es ausprobiert haben. Ha! Tisch, ich sag doch, ich komme durch die Tür. Hier dein Handlanger oder was? Nein. Ja, offensichtlich schon, weil du der Regisseur bist. Hold LT, was heißt LT? Verstecken. Ja, LT. Q. Versteckte Q. Alte Q. Schön, dich kennenzulernen. Was zum? Tür ist aufgegangen. Und irgendwas ist lang gelaufen. Schau mal nach, was da los ist. Naja. Wird schon nichts passieren. Ob da noch irgendwas glitzert. Wie wär's noch mit da reinlaufen? Dankeschön. Okay, er lebt noch. Dann gehen wir da mal nach. Inspekt. Ja, ich lebe noch. Zündest du die Bude gerade an? Ach, ja. Oh, ein Boot, was gegen ein Ding fährt. Super. Okay, Boote meiden. Oder die Quicktime-Events auf dem Boot schaffen. Boah, ist das mies, mal. Ich hab den Kamerablitz als Lampe. Sprich, du hast wenigstens eine durchgehende Lichtquelle. Ich hab halt den Blitz. Das ist ja auch geil. Ja, und vor allem Ziel mit dem. Ja, egal. Ja, komm, geht an, nein, Junge. Hier muss nur mal frisch bezogen werden. Oh, und neue Vorhänge. Und 10 Liter Desinfektionsmittel. Ich verstehe immer nicht, wo wir hier eigentlich sind. Wollten wir hier eigentlich... Wir sind auf dem Anwesen, wir haben einen Anruf gekriegt von irgendeinem Typen, der uns das Zeug da aber hat hier... Genau, aber der hätte doch hier eigentlich straight zum Hotel, aber wir gucken hier in irgendwelchen Häusern rum. Nein, am Anfang haben sie doch gesagt, der will von der... Von da oben will er Luftaufnahmen machen und jetzt gehen wir auf den, weiß nicht, Leuchtturm... Irgendwas und schauen wir uns das an. Nicht ganz wohl bei der Sache. Ach so, stimmt, hat irgendwas gesagt. Entspann dich. Tolles Hobby. Na komm, guck dir den Vogel an. Es ist ein Vogel. Da! Wei! Es bewegt sich. Meine Fresse. Das Ding. Vogelpuppe. Bewegt sich. Er hat einen Motor drin. Was also ja, die haben schon so, also die haben wirklich... Jumpscares, aber schön gemacht, das Modell. Das gefällt mir hier. Ja, und Sicherungskasten. Ja, machen wir nicht. Wie kann denn die Blütkacklampe wegmachen? So. Oh mein Gott, Ratten, alles aufgange hier. Sieht gut aus. Alles wird gut, es wird alles gut. Nicht. Sieh mal. Einfach mal ja, der hat Höhenangst anscheinend. Na komm. Hat er am Anfang gesagt, das ist aber hoch. Schwenk über den See, bis die Insel ins Bild kommt. Dann machst du einen Zoom auf den Leuchtturm. Kann ich einen Zoom machen? Ach, macht er automatisch. Kann ich dich beobachten? Okay. Da, unser Taxi. Los, gehen wir lieber zurück.
Okay, zurück ging schnell. Ist er das? Ja. Keine Ahnung. Wir haben ja nur telefoniert. Woher wusste der überhaupt, was das Thema der Show ist? Ich habe gar nicht gefragt. Seltsam. Spielen wir einfach mit. Ja, es ist okay. Sehr seltsam, der Typ. Sehr seltsam. Ist bestimmt nicht der Typ, der ist einfach nur der... Hallo, Mr. Lonnet? Genau der. Von dem ich bin Typ, Grantham oder? Dumet. Ach doch, das alle ist er. Alle an Bord und es kann losgehen. Was, er soll das, das sein? Das ist Mark. Ja, Dumet. Mit dem hat er telefoniert. Ladies? Ja. Und das ist Kate. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Dumet. Ich bin schon gespannt zu sehen, was Sie hier für uns haben. Wir wissen, das ist doch der Charakter. Der sieht aus wie der Charakter von dem... Es ist mir eine Freude. Vom Men of Medan, oder? Finch. Ja, vielleicht ähnliches Modell genommen und leicht abgeändert, das kann sein. Gerne. War das Ihr aber nee, ich find, von dem Sie... Aber ich kann mir auch nicht so gut erinnern. Ja, aber der Bart, den hat er ähnlich gehabt, dann die Frisur, klar. Natürlich. Weiß nicht. Ja, könnte es einzelne Modell genommen haben, abgeändert haben, wieder ins Game. Mehr täuschen. Ich glaube, mal abgesehen vom Man of Medan selber, also von dem Erzähler, basieren stimmt, keine Charaktere kein, auf, nee, stimmt. Auf echten Schauspielern, oder? Ach so, doch, doch. Ja? Alle? Hier, Motion Capture Dingens da. Ja, aber echte Schauspielgesichter, was? Ach so, so mal, ja. Bei The Quarry war es alles du meinst, echte Schauspieler, nicht auf weißt? Echten Menschen, aber, ja. Nee, basiert auf echten Menschen, also auf echten Schauspielern, die reingehen. Wie bei Quarry halt, echte Schauspieler. Ja, das. Ja. Nee. Sind wir uns einig? Okay. Ja, glaube ich auch. Ihr seht schon, wir verstehen uns noch. Dritte Folge, oder? Ja, bitte bleiben. Läuft. Sie zusammen. Ajo, ist Kate. Ist das hier gefährlich? Schön. Nein. Unfug. Sicher? Hört sich nämlich nicht so an. Es ist absolut sicher. Aber wenn sich jemand verletzt, dauert es, bis Hilfe kommt. Also bitte, Vorsicht. Ja, was war das jetzt? Hilfe kommt, Vorsicht? Gott. Wir sind am Arsch der Heide. Verletzt euch nicht, bis Hilfe kommt, dauert es. Okay. Wetsch trifft eine Entscheidung. Ach du Scheiße. Ja. Atme tief und langsam, Charles. Huste dir bitte kein krankes Lungengewebe raus. Genau, huste nur gesundes Lungengewebe raus. Stell dir einfach vor, da oben wartet eine Packung Kippen. Hast recht. Sicherheit nimmt er wirklich verdammt ernst. Was er wohl von ihr fernhalten will? Alles. Nö. Neugierige. Du machst einen Schein. Vielleicht ist die Frage vielmehr, was er da drin halten will. Jamie. Ich sag ja nur. Du guckst zu viele Horrorfilme. Er schätzt seine Privatsphäre. Das wussten wir von Anfang an. Das wissen wir seit 2 Stunden. Geh, bitte. Wohin denn? Lass uns hier schnell ein Intro filmen. Ich brauche ein paar Aufnahmen auf das Haus zu, nicht die ganze Reise. Kate spricht in die Kamera, ab da leite ich dich. In Ordnung? Keine Fotos. Keine einzige Aufnahme meiner Person. Verstanden? Ich schätze meine Privatsphäre. Keine Sorge, Mr. Dumet. Diskretion ist unser Motto bei Lonnet Entertainment. Ja, übliche Intro-Kram, Charlie? Bitte. Das Licht ist gut. Ich bin bereit. Erin? Klingt alles gut. Okay, machen wir die Aufnahme. Ist Kates Gesicht soweit? Bitch, ich bin immer bereit für die Kamera. Ach, du bist ja so ein Schambolzen. Kamera läuft. Ton läuft. Und Action. Ich bin auf der Privatinsel, auf der es angeblich echte Artefakte von H.H. Holmes Schreckensherrschaft gibt. Ich begebe mich jetzt zu dem Haus. Perfekt, Kate. Jetzt dreh dich zum Haus und lauf los. So, das reicht. Und cut. Wir müssen jetzt wirklich weiter. Wie Sie meinen, Mr. Dumet. Hier lang. Machst du noch ein paar Aufnahmen? Natürlich. Ja, ja, Aufnahmen. Aber du bist hier nicht. Du musst jetzt nicht gerade wieder Aufnahmen ohne Ende machen, oder? Nee. Ich bin doch sie. Da läuft einer an einem. Wer war das? Die Lichtfrau, glaube ich, bin ich. Ja, ich glaube, du bist. Nee, die Tonfrau. Ganz schön streng. Oder ich bin. Nee. Hab ich gemerkt. Nee, ich bin die Tonfrau, du bist die Lichtfrau. Umsehen, ohne dass er es merkt. Der Mann hat ein Recht auf Privatsphäre. Er verbirgt was. Und ich will wissen, was es ist. Was
Hast du vor? Was du damals mit den Cops in Glendale gemacht hast. Ernsthaft? Au, mein... Verdammt! Was ist passiert? Alles okay? Bist du über dein Ego gestolpert? Wir sollten sie ins Hotel schaffen. Ich kann es kaum bewegen. Jamie, bleib bei ihr. Warum ich? Weil du erste Hilfe kannst. Du hast sie doch zusammengepflegt. In Glendale. Oh, stimmt. Okay. Wir holen Eis und einen Verband und kommen zurück. Haben Sie das im Hotel? Ja, sicher. Dann gehen wir. Was ist los? Na los. Ich erkläre es dir. Also ich finde es spannend, aber bis jetzt muss man nicht viel machen, gell? Hast du wieder im Schauspiel? Also das kommt noch, das kommt noch. Was ist ja noch alles im Intro hier. Eine bessere Übersicht. Ja. Und Charaktere noch vorstellen. Weil ich charmant bin und du das Sicherheitssystem aber umgehen kannst. Aber sieht schon cool aus, wenn sie Dragonen hat. Nicht so, wie ganz am Anfang sah er nicht so schön aus, finde ich. Es hat so ein paar matschige Texturen hier und da, im Vergleich zu den hochscharfen Texturen, die sie sonst nutzen. Erkunde die Insel. Also gerade, wenn man hier im offenen Gebiet läuft, da hat so ein paar... Mir liefert man ihm doch Gründe, dass er uns umbringt. Hey, kann ich dich was fragen und eine ehrliche Antwort kriegen? Also ohne deine Klugscheißerei oder die ewigen Beleidigungen? Das gilt für uns beide. Okay, sag die Wahrheit. Kann man die Show noch retten? Vielleicht, wenn sich hier so eine Art... Geheimnis gefunden, hä? Was machst du? Ein Schuh. Ja, ich auch. Oh, okay, da gibt's mehrere Geheimnisse. Was ist denn das? Ja, keine Ahnung, das aber ich würde gerne cool. in den Schuhen gucken. Hä, das ist hier cool, da kannst du sehen, wie oben die Leiste nimmt Geheimnisse um Bilder sind gelockt, Kursausrichtung. Wo? Drück mal C. Ich bin hier im Continue. C. Ach so. Du hast Pause gemacht und jetzt Collections Nein, ich hab und C gedrückt. Das habe ich das. Okay, ich habe hier A, Secrets, Pictures, ich hab's. Okay, da kann man gucken. Bearings, Hotelguest, Mr. Dumet, Kate. Ja, da ist Kate. Super. Bilder. Geheimnisse. Aber ich würde sagen, wenn wir jetzt eh gerade im Pause-Screen sind und gerade nichts los ist, zwei Minuten kürzere Folge, aber dann machen wir doch einfach nächstes Mal weiter, was wir hier so finden. Ja, dann gucke ich mir den Schuh im nächsten an. Ciao zusammen. Servus.